Auf der Chirurgie behandelt Assistenzarzt Frederik Seehauser jetzt einen Patienten aus der Notaufnahme. Der 43-Jährige wurde im Garten vom Freund seiner Tochter mit einer Heckensäge schwer am Unterschenkel verletzt. Ordentlich was los unten. Herzlichen Glückwunsch. So wie es aussieht, ist das schon einer der Fälle, die wahrscheinlich zwischengeparkt werden hier. Hallo. Ah ja, okay. So, das ist der Herr Becker aus der Notaufnahme. Zustand nach Gartenunfall mit Motorheckenschere. Hat eben der Freund von der Schwester, der Schwester von der Tochter, ins Bein geschnitten. Ne? Also das ist schon ordentlich. Okay, gucken wir uns gleich an. Soll operiert werden. Ne? OPs sind aber alle besetzt. Müssen wir natürlich jetzt erstmal mehr oder weniger bei uns jetzt zwischenparken, sobald die OP frei ist. Ich habe schon eine Meldung bekommen gerade. Ich habe das hier schon verkündet. Nimmst du immer das Protokoll mit? Grüß Gott, Herr Becker. Ich würde sagen, wir gucken das Ganze nochmal neu an, hinten im Behandlungsraum. Dann mache ich mir ein Bild. Schmerzmittel hat er bekommen. Ne? Vitalwerte, soweit alles in Ordnung. Okay, also, super. Blutkonserve ist auch schon drin. Die gehören alle dazu? Die gehören alle dazu. Okay. Klar, der hat mir doch entweder mit Absicht ins Bein geschnitten, hier mit seinem Motorheckenschere. Oder Papa, ist einfach nur zu dusselig dafür. Das ist doch nicht mehr normal. Klären wir alles im Behandlungsraum. Was machen wir was denn los? Ja, sag doch mal deinem Vater was, ganz ehrlich. Seit 4 Monaten meckert der die ganze Zeit. Jetzt soll ich den absichtlich verletzt haben? Du hast ihm jetzt sein scheiß Bein geschnitten. Jetzt klären wir alles gleich im Behandlungsraum. Ist doch nicht normal. Die Stimmung zwischen den Beteiligten ist deutlich angespannt. Doch auf dem Flur möchte Frederik Seehauser die Situation nur ungern klären. Im Behandlungsraum versucht der Assistenzarzt, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Ganz kurz für mich, wer sind Sie beide jetzt? Ich bin seine Tochter. Sie sind seine Tochter? Okay, also auch Bäcker. Ja. Und Sie? Der Typ, der mir hier reingeschnitten hat. Besonders leid hat mir eigentlich die Tochter von Herrn Becker getan, die Marie Becker. Schließlich hat sich die ganze Zeit hat der Vater ihren Freund beschuldigt. Sie wusste gar nicht, was sie machen sollte. Sie konnte gar nicht eingreifen. Sie war wirklich mit der Situation überfordert, wie sich halt ihr Vater und ihr Freund gegenseitig beschuldigt haben. Das war doch nicht extra. Okay. Nee, ist klar. Also mir wurde ein bisschen schwindelig. Und als ob ich den Vater von meiner Freundin absichtlich... Also war nicht mit Absicht? Nein. Irgendwann ein bisschen schwindelig. Okay, genügend Hunden haben sie heute aber. Ja. Okay, super. Herr Becker, jetzt kümmern Sie sich erstmal um ihn. Bekannte Erkrankungen haben Sie normalerweise eigentlich. Kerngesunder Kerl, sehen ja sportlich aus. Normalerweise sollte man solche Wunden, die steril abgedeckt sind, nicht nochmal öffnen. Ich werde mir das ganz kurz angucken. OP ist bei Ihnen angemeldet. Wurde Ihnen wahrscheinlich gesagt, Sie werden hier zwischengeparkt. Genau. Ich weiß nicht, inwieweit Sie der Bildschirmschwester Anna das wahrscheinlich schon erklärt alles. Mhm. Wir sind komplett ausgelastet. Das heißt, einmal kurz auf Station, danach kommen Sie sowieso wieder hier hin nach der OP. Mhm. Die Unterschenkelwunde von Herrn Becker wurde in der Notaufnahme provisorisch versorgt und steril abgedeckt, sowie schon leicht gesäubert. Jedoch musste sie aber chirurgisch verschlossen werden und wir mussten auch nachprüfen, ob hier sensible Strukturen wie zum Beispiel Gefäße oder Nerven lädiert worden sind. Der OP3 ist jetzt frei. Wunderbar. Herr Becker, sehen Sie mal, geht schneller als gedacht. Ich komme gleich hinterher gespurtet. Die Anästhesie wird Sie ganz kurz noch mal aufklären. Die wird Ihnen noch ein paar Sachen mit ihm besprechen. Die Fragen nach Unverträglichkeiten, Allergien, alles sowas. Und dann vernehmen wir das, spülen es einmal aus, gucken, ob alles drin, die großen Gefäße in Ordnung sind. Und dann können Sie auch wieder bald laufen. Die Anästhesistin ist auch, glaube ich, schon unten. Wunderbar. Ich komme dann gleich nach und dann sehen wir uns unten. Hier bleiben, oder? Ja, mindestens auf jeden Fall für die nächsten 24, wenn nicht sogar 48 Stunden, die nächsten 2 Tage. Dein Vater, kannst du auch mal was sagen? Der ist die ganze Zeit am Meckern. Jetzt sei doch mal ruhig. Du hast ihm ins Bein geschnitten. Der muss jetzt operiert werden wegen dir. Schatz, eine Sache. Entweder du... Ich, wir beide oder dein Vater, ganz ehrlich. Sag mal, hast du eine Macke? Das ist immer noch mein Vater, über den du da redest. Ganz ehrlich, guck dir doch mal an, der ist nur am Meckern. Ich soll mich entscheiden zwischen dir und dem. Ja, bitteschön, du hast sie nicht mehr alle. Sie haben das nur kurz schwindelig, haben Sie das häufiger? Ja, ich hab's. Also ab und zu mal, klar, dass mir da kurz schwindelig wird. Okay. Sollen wir uns das Ganze mal angucken? Ja, von mir aus. Also, ich hatte auch Untersuchungen als kleines Kind. Ja. Machen wir folgendermaßen. Sie kommen mit, wir melden Sie vorne an. Ich gucke mir das am besten gleich mal an. Ist zwar ein bisschen fachfremd, aber gar kein Problem. Okay. So viel schaffe ich auch noch. Trotz der hohen Belastung heute und auch der Operation von Herrn Becker, die ansteht, wusste ich, ich hatte noch ein paar Minuten Zeit, bis Herr Becker im OP-Trakt eingeschleust worden ist. Deshalb wollte ich diesem Schwindel von Herrn Schumann auf jeden Fall auf den Grund gehen. Vorhin hatte ich halt, wo das Ganze passiert ist, so ein Taubheitsgefühl. So Taubheitsgefühl bisschen. Auch noch. Genau, also Schwindel und Taubheitsgefühl. Ja, dass das Ganze so ein bisschen taub geworden ist. Mhm. Dann habe ich ja, die Kontrolle, sag ich mal, verloren. So genau. Wie das entstanden ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und der Schwiegerpapa denkt, Sie wollten mit Absicht ihm das Bein absägen? Ja, ich sag mal, wir haben jetzt nicht so ein gutes Verhältnis. Mhm. Aber ich würde dir niemals was tun. Also ich wollte schon also nicht wundern. Gefallen. Wir messen einmal den Blutdruck, gerade in dem Arm, wenn Sie gesagt haben, dass Sie schon mal Taubheitsgefühle haben. Sie haben das als Kind, wurden Sie auch schon mal behandelt, ja, ne? Okay, genau. Wunderbar. Also beim Kinderarzt waren Sie damals immer regelmäßig, ja, alle Untersuchungen gemacht. Genau. Okay, Neurologen schon aufgesucht. Wir müssen einmal das T-Shirt bitte ausziehen. Ja, ist in Ordnung.
Oh, die kleinen Handschuhe, wunderbar. Dann am besten einmal bitte einmal immer die Hände einmal gerade nach vorne strecken. Das reicht schon so toll aus. Kannst du die einmal halten? Das wäre super nett. Genau. Machen Sie mal die Hände auf und zu am besten. Das geht wunderbar. Er wird aber nur blass dabei. Jetzt. Was ist jetzt los? Schwindelig? Können Sie vielleicht mal kurz hinlegen? Gerade als ich erst mit der Untersuchung begonnen hatte bei Herrn Schumann, wurde dieser ohnmächtig. Die ganze Sache war für mich ein bisschen heikel. Da sollte mehr dahinter stecken. Und deshalb habe ich erst mal eine radiologische Untersuchung für Herrn Schumann angeordnet. Herr Schumann, passen Sie mal auf. Folgendermaßen, Sie kommen stationär, werden Sie aufgenommen. Wir gehen den ganzen mal ein bisschen näher auf den Grund. Aber so kann ich Sie hier nicht rauslassen. Wenn Sie dauernd mir hier synkopieren, also das heißt in Ohnmacht fallen, da kann ich nicht auf die freie Menschheit zulassen. Mhm. Sie bleiben jetzt hier 2 Sekunden alleine bei der Schwester Anna. Gleich kommt die Kollegin sofort hier rein und betreut Sie weiter. Dann kommen Sie hier stationär aufgenommen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auch noch verständigen wahrscheinlich, oder? Ja. Macht ihr alles, ne? Wir kümmern uns drum. Ich lasse bei Schwester Anna, ne? Dankeschön. Für Frederik Seehauser geht es jetzt auf direktem Wege in den OP. Schwester Anna informiert derweil die Mutter des 20-Jährigen. Eine Stunde später trifft die besorgte Frau ein. Mittlerweile ist auch der Assistenzarzt wieder zurück auf Station. Ich habe jetzt mit ihm ausgemacht, wir machen ein MRT. Das ist eine radiologische Untersuchung, ja, mit dem Magneten, der um dich herumfährt. Da kann man ja viele Strukturen genau erkennen. Und gerade wenn es zu Kribbelanästhesien und Taubheitsgefühle in Extremitäten geht, da sind wir aus der Orthopädie eigentlich der Ansprechpartner. Deshalb möchte ich ihn dahingehend mal untersuchen. Vielleicht finden wir ja was. Man sieht natürlich immer aus seiner eigenen Fachrichtung auf die Symptome. Dass verschiedene Symptome natürlich auch eine andere Betrachtungsweise benötigen, das ist bekannt. Ich bin dem ganzen Problem aus orthopädischer Sicht mal entgegengetreten. Und da war für mich eine Sache ganz eindeutig, dass diese Ohnmachtsanfälle immer was mit der Stellung des Schultergelenkes zu tun haben im linken Arm. Und dann treten immer diese Ohnmachtsanfälle aus und deshalb hatte ich da schon einen ganz entscheidenden Verdacht. Frau Schumann, folgendes, wir machen jetzt erstmal das MRT, Anna, du übernimmst, genau. Und dann schauen wir mal. Also eine MRT-Aufnahme, die wäre schon früher sicherlich ratsam gewesen, da kann man viele Sachen sehr gut eigentlich detailliert erkennen. Katrin Christian? Als sich die beiden Patienten am Aufzug begegneten, waren wir sehr überrascht, dass die Frau Schumann und der Herr Becker sich kannten. Die haben irgendwie ihre Namen erwähnt, der Sohn und die Tochter waren selbst sehr überrascht. Was das Ganze auf sich hatte, stellte sich im weiteren Verlauf dann heraus. Zur Enttäuschung, Sie liegen nicht alleine, aber Sie haben ja gemerkt, heute ist viel los. Einzelbelegung gibt's nicht, ansonsten müssen Sie auf dem Flur warten, ne? Okay. Herr Becker kann einmal rein. Mit anderen Worten, der 43-Jährige wird mit dem verhassten Verursacher seiner Beinverletzung in einem Zimmer liegen. Doch für Diskussionen bleibt keine Zeit, denn Frederik Seehauser muss wieder in den OP. Die Bilder der Radiologie haben gezeigt, was zum Unfall mit der Gartensäge geführt hat und dass auch der 20-Jährige dringend operiert werden muss. Ich habe die Thorax-AP-Aufnahme noch, die hatte ich vergessen. Ja, hätten Sie auch nicht mitgerechnet, ne? So schnell kann es gehen. Muss das denn wirklich unbedingt? Ja, Herr Schumann, ich habe versucht, ihn ja schon bildlich darzustellen. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Kollegen aus der Radiologie, da hat sich der Verdacht bestätigt. Sie haben es ja mit einem TOS zu tun. Bei Herrn Schumann hatte ich den Verdacht eines sogenannten TOS-Syndroms, Thoracic Outlet Syndroms. Das ist eine ganz komplexe Geschichte und deswegen müssen wir es ein bisschen anschaulicher erklären. Es geht um Folgendes. Wenn die Schulterposition, wie bei Herrn Schumann, in einen 90-Grad-Winkel versetzt wird, dann kommt es hier zu einer Erhebung der Clavicula, dem Schlüsselbein. Dann kommt es zu einem Engpass zwischen der ersten Rippe und dem Schlüsselbein. Und das verursacht eine sogenannte Kompression, deshalb heißt es auch unter anderem auch Kompressionssyndrom. Das verhindert eine kontinuierliche Zufuhr der zuführenden und abführenden Gefäße zum Kopfbereich. Diese brauchen wir aber, um klar denken zu können. Kommt nicht genügend sauerstoffreiches Blut im Gehirn, also im Kopfbereich, an, dann synkopiert, also wird der Patient ohnmächtig. Damit das verhindert wird, wird der Platz zwischen Schlüsselbein und erster Rippe etwas wieder geweitet, das Überbein, das Knöchelnde, was sich hier gebildet hat, wieder entfernt. Dann kommt genug Blut wieder oben an und der Patient hat keine Symptome mehr. So, haben Sie sich schon einen schönen Traum ausgesucht? Ja, ehrlich gesagt, nee. Also mir geht's auch nicht so gut wegen Marie und wegen der ganzen Sache, aber... Wieso denken Sie nicht an Ihre... Also ist das denn jetzt noch Ihre Freundin oder wäre es gerne? Wäre es gerne, aktuell nicht mehr. Okay, aber passen Sie auf. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, weil Sie gleich einschlafen werden, dann dürfen Sie sich jetzt aussuchen, was Sie genau träumen möchten. Vielleicht, dass Sie zwei beide auf einer Blumenwiese rumspazieren, sich einen Strauß Blumen pflücken und eine gute Zeit zusammen haben. Ja, das wär super. Ob der junge Mann wirklich von seiner Freundin geträumt hat, bleibt sein Geheimnis. 2 Stunden später ist der Eingriff überstanden und der 20-Jährige wieder auf dem Weg auf Station. Dort erwartet ihn bereits seine Mutter und eine unangenehme Nachricht. Frau Schumann, alles ist so gelaufen wie geplant.
Herr Schumann, ich habe noch eine Sache. Ja. Gleich im Zimmer, da wartet eine Überraschung auf Sie. Okay. Ich weiß nicht, wie erfreulich die ist. Geht darum, dreimal können Sie raten, mit wem Sie auf dem Zimmer liegen? Mit Herrn Becker. Ging nicht anders, oder? Nee, war nichts machbar. Wir haben versucht umzuschieben, aber es war nicht möglich. Überhaupt. War nicht anders zu realisieren. Also, nicht wieder aufregen, sondern ein bisschen müssen Sie schon von der OP, ne? Ist in Ordnung. Super. Ja. Schumann, wir schaffen das schon. Okay. Das Knochenüberbein in dem Spalt zwischen erster Rippe und Schlüsselbein konnten wir problemlos entfernen. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ich denke, dass wir jetzt wirklich den Grund für die jahrelangen Ohnmachtsanfälle bei Tim Schumann gefunden haben und er jetzt ein beschwerdefreies Leben genießen kann. Wir müssen leider das Zimmer so belegen, wir haben keine andere Möglichkeit. Ja, soll er mir jetzt das andere Bein auch noch aufschneiden oder was ist los? Das hat er ja nicht mit Absicht gemacht. So, Schwester Anna hat schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben keine andere Möglichkeit. Herr Becker, ich appelliere da an Ihre Vernunft. Es ist nicht anders möglich. Glaube ich jetzt. Es muss so sein. Das letzte Zimmer, die letzten beiden Patienten, was soll man machen? Es geht nun mal nicht anders. Patient, was ist los? Was soll denn dieses Theater? Hat das immer noch mit früher zu tun? Hä, was mit früher? Ich habe das vorhin schon gesehen, dass ihr euch kennt, aber was für früher? Was ich wusste aber auch nicht. Frau Schumann, kommen Sie mal dass hier rüber. Du die Tochter von ihm bist. Ich hab, und, ganz kurz, Frau Schumann. Ich habe das vorhin schon mal mitgekriegt und ich. Also, ganz kurz für mich. Sie sind doch der Vater von ihr. Und Sie sind doch die Mutter von ihm. Ja, ist richtig. Und wir zwei kennen uns von früher. Wir waren in einer Clique und er war ein bisschen verguckt in mich. Und ich habe mich dann aber für jemand anders entschieden. Für den Frank, den Vater vom Tim. Genau, der dich auch dann schön verlassen hat und euch sitzen lassen hat. Ja, das weiß man ja vorher nicht. Und, aber da kann ja nun keiner was für. Da haben die jungen Leute ja nun nichts mit zu tun. Was geht hier überhaupt ab? Warum sagt uns das keiner, dass ihr euch kennt? Was ist das überhaupt für eine bescheuerte Situation? Ja, Mann, ey, was soll ich denn mal? Guckt ihn euch doch mal an. Er sieht genauso aus wie der Frank. Wir sind ihm aus dem Gesicht geschnitten. Immer wenn ich ihn sehe, sehe ich den Frank. Ja, aber kann er nicht sagen, ja, tut mir leid, vielleicht habe ich mich echt doof verhalten und so. Aber ich kann nicht anders, Mann. Ist ja verständlich, aber mal drüber zu reden wäre nicht schlecht, ne? Hättest du mir auch sofort sagen können. Den Frank, den kann ich auch nicht ab. Der ist so ein Arschloch, ganz ehrlich. Ja. Sind Sie bewusst zu ihm? So ein Idiot. Ja. Hätten wir zusammen gegen den meckern können. Wirklich. Mann, tut mir auch leid. Sehen Sie doch. Ja. Also, das Ganze, sagen wir so, war ein Versehen mit Heckenschirm. Also. Im Nachhinein kann man das Verhalten oder die Motivation hinter dem Verhalten von Herrn Becker verstehen. Man muss sich in die Lage versetzen, dass damals ihm seine große Jugendliebe kurz vor der Nase weggeschnappt worden ist. Und wenn jetzt auch noch der neue Freund seiner Tochter genauso aussieht wie dieser damalige Casanova, ja, dann kann man verstehen, dass Herr Becker nicht ganz so erfreut war. Und meine Herren, den Frank können Sie beide nicht leiden und ich habe Sie heute beide operiert. Das heißt, haben wir schon zwei Gemeinsamkeiten. Den Rest klären Sie beide, ne? Anna, du kümmerst dich um alles, ne? Frau Schumann, wir sehen uns dann später bei der Visite. Hier ein bisschen vorschauen. Der Vater der jungen Frau wurde nach 2 Tagen aus der Klinik entlassen. Ihr Freund musste dagegen knapp 2 Wochen bleiben. Die beiden Männer haben noch im Krankenbett das Kriegsbeil begraben und verstehen sich mittlerweile sehr gut.